Niedersachsen ist das moorreichste Bundesland Deutschlands. Etwa 8% der Landesfläche sind mit Mooren bedeckt. Doch in den letzten Jahrhunderten ist ihre Fläche drastisch zurückgegangen. Dabei können Moore einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Welchen, erklärt unsere Praktikantin Jule Hack-Overs. Moore sind Lebensräume im ökologischen Übergangsgebiet zwischen Land und Wasser. Sie entstehen, wenn abgestorbene Pflanzen durch ein Überangebot an Wasser nicht abgebaut werden können und es zur Torfbildung kommt. Moore gibt es überall auf der Erde, in niederschlagsreichen Gebieten mit hoher Luftfeuchtigkeit. Hier in Deutschland sind es 3 verschiedene Arten von Mooren: Niedermoore, Hochmoore und Übergangsmoore. Sie unterscheiden sich vor allem durch ihre Nähe zum Grundwasser. Durch die sauren und nährstoffarmen Torfböden gibt es in Mooren nur eine niedrige Vegetation, die vor allem aus Moosen, Sauergräsern und Zwergsträuchern besteht. Auch die Tiere, die in Mooren leben, müssen an die kargen Lebensbedingungen angepasst sein. Da der in Mooren liegende Torf als Brennstoff verwendet werden kann, wurden viele Moore für den Torfabbau trockengelegt und somit zerstört. Der Abbau schadet nicht nur den dort heimischen Tier- und Pflanzenarten, sondern trägt auch zum Klimawandel bei. Der Torf in intakten Mooren speichert viele Treibhausgase, welche freigesetzt werden, wenn das Moor trocken fällt. Wir sehen also, Moore sind wichtig fürs Klima. Um sie zu schützen, müssen alle Akteure an einem Strang ziehen: Landwirte, Umweltschützer und die Politik. In Delmenhorst setzt sich der Naturschutzbund für den Erhalt der Moore ein. Mit Erfolg. Im Stadtteil Ahnenriede hat der NABU eine mehrere Hektar große Moorfläche renaturiert. Nikolas Beermann vom NABU Lindhorst sprach mit uns über die Bedeutung der Moore. Herr Beermann, vor allem in den letzten Jahren ist die Renaturierung von Mooren wieder in den Fokus gerückt. Warum sind Moore eigentlich so wichtig? Moore sind wichtige Speicher von Wasserspeicher und wichtige Speicher von Kohlenstoff. Denn in den Pflanzen in den Mooren wird Kohlendioxid gespeichert durch die Photosynthese. Das wird aufgebaut. Danach sterben diese Pflanzen ab. Und das pflanzliche Material wird in den Torf als organische Substanz eingetragen. Das passt ja eigentlich gerade ganz gut. Mehr Moore, das heißt weniger CO2. Ja. In welchem Ausmaß könnten Moore denn beim Klimaschutz eine Rolle spielen? Schwer zu sagen, auf jeden Fall in einem nicht unerheblichen Maße. Und wir müssen dort keine teuren Anlagen bauen, keine teuren technischen Anlagen. Das ist nämlich das. Und wir haben auch noch einen entscheidenden anderen Faktor, dass wir den Wasserspeicher da drin haben. Wir haben zurzeit in den letzten 10 Jahren hatten wir 7 Trocken- bzw. Dürrejahre und nur 3 niederschlagsreiche Jahre. Wir haben das Problem, dass wir in den Dürrejahren zu wenig Wasser haben, dass wir dort große Probleme bekommen werden, auch unter anderem mit der Trinkwasserförderung, mit der Trink- und Löschwasserversorgung. Und dass wir da sehen müssen, dass wir jeden Tropfen Wasser, der da ist, dass wir den nicht über die Gewässer sofort ableiten, sondern dass er in den Flächen verbleibt und dann langsam zurückströmt. Es gibt ja schon einige Projekte, wie auch in Delmenhorst, zum Schutz von Mooren, aber die Flächen sind doch ziemlich begrenzt. Ja, zum Teil sind es öffentliche Flächen, die schon zum Beispiel vom Land Niedersachsen aufgekauft wurde. Dem NABU gehören auch Flächen und den anderen Umweltverbänden. Die Landwirtschaft ist dort aktiv. Wissen Sie, um wie viel Kilometer oder Hektar man da in Niedersachsen redet? Das kann ich jetzt schlecht sagen. Da geht es um richtig große Flächen. Also das ist nicht klein. Ich kann es mal beispielhaft sagen, was Moorflächen sind. Wir fangen im Grunde an der Hunte an, im Ausgang Oldenburg, Neuenhundorf. Und diese Moorflächen, die ziehen sich da im Grenzbereich Wesermarsch, Ammerland, Friesland, ziehen sich bis zum Jadebusen hoch. Und das sind dann Entfernungen, sagen wir mal 30 Kilometer in der Länge und 20 Kilometer in der Breite. Sie engagieren sich ja auch für diesen Moorschutz. Ja. Gehen Sie dann auch auf zum Beispiel Landwirte zu? Da ist man im Gespräch und da unterhält man sich und da tauscht man sich aus. Wie ist bei denen die Stimmung so? Also ich erlebe es so, dass es teilweise recht offen und sehr interessiert ist. Aber ich pflege da selber auch einen pragmatischen Umgang. Das ist also so eine Sache, weil ich möchte gerne dafür werben. Und ich sag mal so, es gibt auf allen Seiten guten Willen, aber man muss den richtigen guten Willen zusammenführen. Und gelingt das? Was meinen Sie? Das wird gelingen. Also ich bin da recht optimistisch. Aber es ist ein mühseliger Weg und man muss sehr viel überzeugen. Und man muss sachlich überzeugen und man muss vor allen Dingen auch Leuten, die im Naturschutz aus den letzten Jahrzehnten skeptisch gegenüberstehen, ist meine Erfahrung,
die Angst vor dem Naturschutz sehen. Denn Naturschutz ist eine große, Natur- und Umweltschutz ist eine große Chance. Natur- und Umweltschutz bieten die Möglichkeit, etwas auszuprobieren, dank der Fördermittel, die man dort haben kann, und innovativ zu arbeiten. Das ist, und so einen Schritt weiterzukommen. Der NABU hat ja auch eigene Ziele, oder arbeitet der NABU mit dem Land Niedersachsen zusammen? Ja, natürlich. Es gibt ja zum Beispiel den sogenannten Niedersächsischen Weg, der mit dem NABU-Landesverband und den Beteiligten aus der Landwirtschaft, aus der Politik erarbeitet worden ist. Da sind infolgedessen ökologische Stationen jetzt gegründet worden, beziehungsweise in Gründung. Da ist alles auf dem Weg. Es ist nur alles ein mühsamer Weg. Das muss nämlich komplett neu organisiert werden. Wie sehen denn generell aber die Ziele vom NABU aus? Es gilt ja auch, ein Klimaziel zu erreichen irgendwann. Und Deutschland muss sich daran beteiligen. Ja, da müssen wir dran arbeiten. Und da arbeitet auch der Landesverband dran. Und da gilt es auch nachdrücklich zu sein, dass diese Ziele auch erreicht werden müssen. Es ist teilweise nämlich schon 5 nach 12. Wir haben große Probleme schon jetzt in den letzten Jahren mit den Folgen des jetzt schon einsetzenden Klimawandels zu tun gehabt. Und das wird sich noch weiter verschärfen.